Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, zu Superexpert C. Gibt's eine 10-Minuten-Partie gegen den Modena. Ich muss den Kaffee nicht ein bisschen näher ran hier vielleicht. So, die Figur kommt dahin, okay. Ja, 10 Minuten, ich warte noch auf den schnelleren Rechner, weil sonst die Videogröße zu groß wird. Die Bearbeitung dauert dann zu lange. Ich weiß nicht sogar schon, ob ich einen refreshten Rechner hole. Das gibt es ja auch, so general überholt. Der Rechner, den ich hier stehen habe, dieser Quad-Core, von 2013 habe ich den, glaube ich, schon geholt. Ich meine 2013. Der war auch general überholt, aber hat immer top funktioniert. Ist langsam natürlich, aber also heutzutage zu langsam, aber er funktioniert. So, ich mache mal hier, ich mache mal Gambit-Bibliothek. Muss ich Z-Level drücken, Gambit-Book, dann ist nämlich das unteraktiviert. Dann mal ziehen lassen. F2F, ja, das ist Gambit-Bibliothek. Wörteröffnung ist für den Gambit. Okay. Da muss Schwarz aber mitspielen. Was hat er nicht mehr? C7, C5. Das ist im Prinzip ja, eigentlich ein günstiger Sizilianer für Schwarz. C5 und D5 kann man machen. Ich glaube E5, das sind, wenn man gegen jemanden spielt, der F4 spielt. Ich kenne mir fast schon, was den am meisten ärgern würde, ist, wenn man F7, F5 zieht. Auf F2, F4, F7, F5. Aber E5, das gucken sich doch alle an. E5, D6, dieses Gambit. Das ist doch bestimmt eines der ersten Sachen, die man sich ansehen sollte. Ich frage mich allerdings, ob man nicht rein theoretisch bei F4, E5 erst nimmt auf E5 und dann auf D6. Aber selber E4 kommt wieder Dame H4 Schach. Das ist das Problem. Jetzt einfach Springer F3. E4, E5, F4, E5, D6, also E5 schlägt D6, Springer F3. Wenn er auf E5 nimmt, E4. Dann hast du doch. Na gut, er hat aber auch die D-Linie offen. Ich weiß nicht, ob das so ein günstiges Königsgambit ist. Läufer B5. So langsam ist doch der Modena zum schönen Gerät geworden. Läufer G4. H3. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch geht. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Memory und ausmachen. Bei Milano ist, wenn ich Memory drücke, kann ich den ausmachen und wenn ich den nächste Mal wieder anmache, dann kann ich die Partie weiter fortsetzen. Das ist ganz praktisch bei der Fernpartie, die ich den momentan austragen lasse. Er hat zwar geschrieben, wir könnten das auf Leashes machen, für mich ist das bequemer mit dem Smartphone, mit E-Mails. Und dann mache ich einfach das Smartphone an, wenn er also da meinen Milano-Anzug gemacht hat. Dann mache ich mal ein Smartphone an, mache die E-Mail auf und schicke ihm den Zug. Und wenn er mir seinen Zug zugeschickt hat, dann mache ich das auch per Smartphone. Dann muss ich extra am PC anschmeißen. Könnte man natürlich auch machen, so Schnellpartien über Leashes. Das müsste ich dann am PC machen, mit Screen Recorder aufnehmen. Die Partien. Wenn wir über Leashes spielen, das würde ja auch gehen. Das würde natürlich nicht über das Smartphone gehen und dann mit der Kamera. Ich muss mal für diese Kamera so ein Objektiv holen. D7, C6. Das werde ich wohl nächsten Monat machen. Wir das Objektiv dafür holen. Das ist ja der Unterschied zu dem zu Handycam, die ich vorher hatte. Hier kann man ein Objektiv dran machen. Man kann auch hier ein Mikrofon dran anschließen, ein externes, also das Mikrofonanschluss da.
Kopfhöreranschluss und alles. Da muss ja einen Grund haben, warum die teurer war. Was ich aber nicht gemacht habe, die hat noch eine 4K-Kamera. Aber das Problem ist dann, dass die Videogrößen einfach zu groß werden. Das ist das Problem. Und ob man das jetzt in 1080p sieht hier oder in 4K. Das spielt ja keine große Rolle. Ich habe ja keinen fetten Monster-PC hier. Ich glaube, der würde schon... Ja, wenn ich 5 Minuten in 4K aufnehme, dann ist das schon im zweistelligen Gigabyte-Bereich. Das kann mein PC gar nicht bearbeiten. Ich habe aber auch gelesen, dass das ein großes Problem ist heutzutage. Dass die Leute in 4K streamen. Das ist ja dann streamen die stundenlang und streamen in 4K. Da muss ja irgendwo auch gespeichert werden. Und das kostet ja auch Energie. Deswegen, ich weiß nicht, ob man unbedingt in 4K streamen muss. Aber ich glaube, 1080p sollte schon sein. Irgendwie gefällt mir das nicht für weiß. Sieht ein bisschen so aus wie diese Königsgambit-Varianten. Man hat ja keinen Springer F3. Mit Läufer C4 und Dame H4 schauen König F1. Ich weiß ja nicht, ob Schwarz das so nutzen kann. Man könnte ja Springer F6 und dann... Vielleicht dachte er... Springer F6 und Springer H5. Dann wäre auch Läufer D2 gekommen. Springer H5, Läufer E1. Springerschach, dann wird das getauscht. Also das wäre auch nicht so gefährlich gewesen. Frag mich, ob man mit F6, E5 das Zentrum besetzen kann. Springer E7. Natürlich auch Läufer E1, natürlich die Dame wegziehen, ist ja klar. Und dann Bauer F6 und Bauer E5. Also im Zentrum vorgehen. Das habe ich mal gemacht in einer Partie. Da hat der Gegner so Damenbauernmäßig mit D4 und so war das. Da hat der Gegner mit C4, C5 den Darmflug abgeschlossen. Ich habe dann mit F6, E5 habe ich dann im Zentrum dagegen gespielt. Modena gefällt mir immer mehr. Für mich ist das wichtig an Modena, dass es Segina und Glaser ist. Wäre es wieder Mephisto vom Seite gewesen, dann hätte ich immer wieder nur 1 Kilobatt RAM gehabt, statt 8. A8, B8. B3? Springer A4 würde ja auch gehen, rein theoretisch, aber bringt das was, Springer A4? Springer A4 und B3? Auf Springer F5 kann man ja immer noch Läufer E1 ziehen. Was macht der denn hier? Turm B1. Bis jetzt weiß das schon. Man könnte aber jetzt auch D4 ziehen für Schwarz. D5, D4. Springer E2. D5 schlägt gefällt mir gar nicht. Was für Weiß jetzt? Der aber nicht am Zug ist, Lipo. Schwarz ist am Zug. Trinken schon Kaffee. F8, D8. Ich habe mir jetzt dieses Buch ja geholt von Kasparov gegen Deep Blue. Ich wusste gar nicht, dass es so keine deutsche Version gab. Ich habe das nur zufällig gesehen. Aber immer Großbritannien, USA und das Blöde ist ja, dann kommt ja immer diese H4, F6. Ja, muss ja wegziehen. Kommt jetzt hier einfach E5? Ah, Läufer E5 schlägt dann. Der Bauer kann er nicht nehmen, wegen Dame F3 schlägt. Jetzt droht's.
Da kam immer Importzölle dazu. Wollten die eh schon 16 Euro für das Buch haben. Da kam noch der Importzoll dazu, etc. Und natürlich, es war eine englische Version, es war nicht auf Deutsch. Sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so gut in Englisch, dass ich jetzt mir locker eine englische Version kaufen könnte. Also auf Englisch das Buch. Das ist mit einer der Gründe, warum ich dieses Buch damals verlost habe. Ich hatte ja schon so ein Schachprogramm, aber das war komplett Englisch. Das, wenn man jetzt mehr Englisch reden würde, dann würde das automatisch dann irgendwann, würde man darin besser werden. Das einzige bisschen, ja, in Anführungszeichen Englisch, was ich erkenne, ist ja von den Videospielen. Indem man dann den auf Englisch das hört und dann die deutsche Übersetzung liest. Das kann man doch effektiv schräg machen. E5F4. Ich meine, die Kamera, die ich momentan jetzt hier habe. Denn was passiert hier? Turm F1. Die hatte ich, als ich mir die Handycam gekauft habe, auch da gesehen. Aber für die hat mehr gekostet. Ich meine, über 600 bis 700 Euro hat die gekostet. Die Zeit ist natürlich vergangen. Jetzt kriegt man schon eine 4K-Kamera dafür. Aber was soll ich für eine 5 mm 4K-Kamera, wenn die Videos zu groß werden? Ich bearbeite die ja und lade die hoch etc. Weißt du nicht, ob man mein PC über 4K-Videos bearbeiten könnte? D6E7. Ja, ist halt, ich mach das noch mit dem Movie Maker. Weil mein Rechner sonst zu langsam ist. Ich hatte mal ein anderes Programm, das war wohl der Nachfolger von diesem Movie Maker. Das waren mehrere Kacheln und jede Kachel hatte wohl eine andere Funktion. Die eine war wohl schneiden, die andere war wohl Musik drunter machen, die andere war wieder dies und die andere jenes. Der ist da sogar abgestürzt, der Rechner. Das heißt, er ist eingefroren, nichts tat sich mehr. Deswegen habe ich dann wieder die Movie Maker genommen. Das stottert der Lippusch. Schachhutze, Alter. Das könnte der Super-Expert auch verlieren. Das ist so schön. Ich habe einen Franz Morsch. Einen 8-Bit-Franz Morsch, den ich gegen meine 8-Bit-Geräte spielen lassen kann. Der Explorer Pro ist schon wieder mit 16 MHz schon wieder einfach zu schnell. Selbst wenn es 8-Bit wäre, aber 16 MHz. Und da ist auch diese 1-Kilowatt-Geschichte, die mir nicht so gefällt. Das ist auch einer der Gründe, warum mir der MM6 nicht gefällt. Ich glaube, der MM6 ist ja ungefähr das gleiche wie der GK2100. Und diese 1 Kilowatt RAM, die finde ich nicht so geil. Das ist eben der Unterschied zwischen Hegener und Glaser und Mephisto from Seitig. Das fühlt sich für mich irgendwie so an wie Atari. E7, F6. Also jetzt, da droht zwar noch kein Abzug, aber schwarz steht doch zumindest sehr aktiv. Ich glaube aber nicht, dass es an der Öffnung gelegen hat. Läufer C1. Okay. Will er den Turm wegziehen oder was hat er jetzt vor? Also ob F3 geht, es droht ja Turm G4 Schach dann. Also F3, meinetwegen A3, Turm G4, Bauer G4, Läufer C3, wenn er den Läufer zurücknimmt, kriegt der Turm auf B1. D4, B4. Okay. Ja, auf den Bauern, dann Dame A3 könnte er jetzt machen.
Ich sehe, das Hauptproblem ist, ich sehe kein Gegenspiel für Schwarz. Dame D2. Das ist so das Hauptproblem bei der Sache. F6, D4. Ich glaube, das nähert sich das im Ende? Ich weiß gar nicht. Vielleicht auch täuscht, als der Jude ist Läufer E3, aber was bringt das? Übrigens, Bauer C3 geht sowieso nicht, wegen Läufer schlägt C3. Obwohl, da kommt Dame schlägt C3. Vergesst, was ich gesagt habe. C3. Ich dachte, der Turm in der Ecke würde hängen. Ja, es gibt, man kann einfach Läuferschach geben. Läuferschach und dann zieht der König nach G1 und da kommt. Wir werden es erleben. Vierfach Läuferschach. Ich frage mich, ob es theoretisch Kameras gibt, die auch. Gibt es bestimmt. Du machst die Kamera dran und streamst mit der Kamera. Das gibt es bestimmt. B4, B6. Was interessanter, was erst ab 1000 Abonnenten geht, ist mit dem Smartphone-Stream. Das geht theoretisch auch, aber wahrscheinlich damit hier die Kinder nicht hier ihre Smartphones nehmen und den ja, YouTube zumüllen. E5, G3. Weil da würde doch zumindest die Gefahr bestehen, dass, sagen wir mal, die Inhalte, die dann streamen, nicht so wahnsinnig spannend sind. Trotzdem ist F2 Schach mit Qualitätsgewinn. Läufer A3. Kann man jetzt Bauer F2 Schach machen? Bringt ja wesentlich, zumindest die Qualität bringt das, die hat man dann mehr. B8, E8. Der Super-Expert ist übrigens im Blitzen sehr stark. Heißt ja nicht umsonst Blitzmonster. 3 Minuten Blitzen. Ich schaffe das alleine schon gar nicht, um nicht auf Zeit zu verlieren. Das ist ja schon ein Problem. Ja, und man muss natürlich immer bedenken, beim Spiel gegen dieser Schachcomputer muss man natürlich immer gucken, was er zieht. Also im normalen Blitz konzentriert man sich ja vollkommen auf seine Partie und die gegnerischen Züge, die sieht man ja schon. F3, F2 Schach. Schachutze. Der ist jetzt gefesselt. Der ist nicht gefesselt. Im Lipposieren ist er gefesselt. Das ist nur in meinem Kopf. C6, F6. Okay, ja gut, der hat das Material mehr. Das kann das machen. Ich gehe mal davon aus, dass weiß jetzt nicht die Dame spucken wird. Das war jetzt ein bisschen holprig, aber egal, kann ja passieren. B6, F6. Ja, jetzt kann man die Türme auf die zweite Reihe bringen. Turm E2. Droht erstmal auf A2 zu nehmen. F6, F3. Oder so. Ja gut, C5 fängt ja auch. Aber ob die Freibauern dann die Partie drehen können? Also Läufer C5 schlägt und dann dem D-Bauern marschieren. Macht er gar nicht. König G2. Jetzt macht er jetzt Turm E3, dann kommt er einfach Bauer D4. Ich biete doch mal Remis. E3, D3, das finde ich jetzt gar nicht. Obwohl, was wir noch ein Remis machen in dieser Stelle mit Dauerschach? Hm.
Ja, droht erstmal matt auf der Grundreihe. D3, G3, Scharutze. Ich habe einen Schach gesehen, den konnte ich nicht widerstehen. König F2. G3, F3, will jetzt Remis machen. Der Weiß hat ja auch die Freibauern. H7, H5. Das kann man noch wegschmeißen mit Weiß. Ist nicht so total gewonnen? Ich bin mal gespannt, wie ich das Video sehe und mal bewusst darauf achte. Ob die Tonqualität besser ist. Den habe ich letztens auch wieder gesehen für 60 Euro. Den kriegst du schon günstig. Da gibt es ja noch Atlanta, gibt es glaube ich auch noch. Turmschach? Turm E5. Ja gut, deckt sich ja den H-Bauern. H7, H6. Läuferschach hat er ja nicht. C3, D3. Läufer B2. Achso, der Turm hängt ja, also Turmschach geht ja nicht auf D2, wegen dem König H3 schlägt. H3, H5. Weg damit. Ich muss erst immer die Püppchen wegstellen. So schnell schießen die Preußen ja nicht. Zack. Zack. Welchen Spruch überhaupt gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Turm D2 Schach. H5 G6. Der Lippo liebevoll kommentiert. Läufer wollen Läufer F8. Ich habe natürlich gewonnen für Schwarz natürlich. D2, A2. Ich glaube, das Endspiel Läufer gegen Turm kann Weiß auch vergessen. F7, F5. Eine andere Kamera, aus der habe ich gar nicht so gesehen. Ja gut, die 4K-Kamera habe ich noch gesehen und sonst waren da gar nicht so groß. Die andere Kameras, die haben mich mehr an Fotoapparate erinnert. Gehen aber wahrscheinlich auch. Und witzig fand ich übrigens, ich habe mal so eine Übertragung gesehen von so einem Online-Schachturnier. Da waren es aber keine Kameras mehr, die Bretter abgefilmt haben. Also die das abgefilmt haben für den Stream, sondern Smartphones. Fand ich recht interessant. Weißt du, ob die Kameras dann automatisch von selbst gestreamt haben? Das kann natürlich sein, dass das der Grund war. Nicht jetzt unbedingt hauptsächlich wegen der Bildqualität, sondern, was gibt er dem Bauern? Sie hat das pleite jetzt. Wenn er sich den Bauern noch gedeckt hätte, dann hätte er ja gedacht, okay, da ist vielleicht noch was machbar, aber das kannst du ja vergessen. Übrigens, was ich als allererstes Wort dazu gekauft habe, war. Overstep, ich weiß.
Was ich als allererstes dazu gekauft habe, war eben 128 GB, war es 118 GB, 120, was ich glaube, irgendwas um die 118, 120 GB, whatever, so eine Flashkarte oder so eine Speicherkarte. Extra für HD-Videos stand da sogar bei. Für hochauflösende Bilder oder HD-Videos. In der anderen Kamera ist noch so eine andere Speicherkarte drin. Ich sag einfach mal Ende. Das heißt, das Positivste, um es mal so zu formulieren, was weiß passieren kann, ist, dass er mit dem Läufer den Bauern schlägt. Dann ist immer noch der Turm mehr. Der Bauer wandert jetzt von alleine durch. F4, F3, F2. Der König kann da nicht viel machen und dann irgendwann kostet das den Läufer. Und dann hat man immer noch den A-Bauer auch noch dazu. Turm und A-Bauer. Deswegen sage ich, User entscheidet, strecke das Video nicht unnötig in die Länge. Mach lieber eine Rückpartie. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.